Zu einer Verfolgungsjagd mit spektakulärem Ausgang kam es am Montagmittag gegen 13.20 Uhr, als Polizeibeamte in Weidenau einen VW Golf anhalten wollten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und entzog sich so der Kontrolle. Andere Beamte entdeckten das Fahrzeug kurz später auf der Freudenberger Straße, wo der 25-jährige Pkw-Fahrer in Richtung Autobahn fuhr. Als er die Streifenwagen bemerkte, gab er wiederum Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Um den Flüchtigen dennoch zum Anhalten zu bewegen, versuchte ein Beamter in einem Streifenwagen das Fahrzeug zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen Streifenwagen und Golf. Unbeeindruckt von dieser Situation fuhr der 25-Jährige weiter. Auf der Wilhelmshöhe fuhr er dann geradeaus in einen abgesperrten Baustellenbereich der Peimbachstraße. Dort kollidierte er frontal mit einem auf der Straße stehenden Radlader. Bei dem Unfall wurde der Golf herumgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war der Golf versichert. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.